freue mich sehr, euch alle heute hier begrüßen zu dürfen. Es ist immer eine Freude, muss ich sagen, auch mit Marion Auer zusammenarbeiten zu dürfen, weil sie sehr viele konstruktive Fragen bringt, immer auch gute Beispiele und es für uns auch, und das war schon unter dem Andreas Riedl so, sehr stark im Austausch mit euch gewesen sind und hoffentlich noch oft auch die Möglichkeit haben, das weiterzumachen. Es ist diese Reform des dritten Sektors, die in aller Munde ist, die Angst macht, die irgendwelche Ängste und Zweifel aufkommen lässt, wo viele jetzt ein mulmiges Gefühl haben, viele auch den Eindruck haben, dass es vielleicht sogar besser wäre, alles hinzuschmeißen. Und wir versuchen dem Ganzen ein bisschen entgegenzutreten, indem wir jetzt nichts beschönigen oder vereinfachend darstellen, sondern nur aufzeigen, was effektiv zu machen ist und wo effektiv auch genau hinzuschauen ist und wo man auch unbesorgt weitermachen kann, weil man einfach schon vieles in der Vergangenheit auch gemacht hat und auf einem guten Punkt ist. Grundsätzlich ist für mich das ein ganz großes Anliegen, weil ich verspüre einfach ganz viel Verunsicherung und auch Frust und es soll so sein, alles Neue natürlich macht grundsätzlich ein bisschen auch Angst oder bringt eine Stimmung rein, wo viele sagen, ja, das ist jetzt eigentlich überflüssig, dass das jetzt alles so auf einmal hereinprasselt. Natürlich sind wir zwischen Reform von diesem dritten Sektor und noch der Corona-Pandemie. Es ist eigentlich viel dazugekommen in den letzten Jahren und Monaten, aber nichtsdestotrotz, es gibt Lösungen und ich glaube, man kann hier wirklich auch auf dem aufbauen, was auch der Dachverband in eurem Falle hier schon alles geleistet hat und ich sehe dem nicht so negativ entgegen. Nichtsdestotrotz schauen wir uns aber an, um was es geht und ich freue mich sehr, dass auch Thomas Girotto dabei ist. Das ist einer der wenigen Steuerberater und Wirtschaftsberater im Lande, die sich wirklich mit Herzblut auch dieser Thematik des dritten Sektors verschrieben haben. Er ist bei uns Experte im Expertenpool und wird uns, viele von euch kennen ihn schon, immer wieder auch ganz konkret Hilfestellungen aufzeigen, wo man auf jeden Fall dabei sein sollte und wo man auch die Eindrücke hat, dass man wirklich sich besser anschauen muss und anhand von konkreten Situationen eben auch hier Lösungen findet. In dem Sinne wird er vor allem das Herzstück des heutigen Webinars gestalten, denn effektiv ist diese Reform eine Reform, die große Auswirkungen oder vor allem Auswirkungen steuerrechtlicher und buchhalterischer Natur hat und wird euch aufzeigen, was hier notwendig ist und wie ihr euch auch im Rahmen des Dachverbandes und in den einzelnen Realitäten aufstellen müsst und solltet. Jetzt zu den Informationen, die ich euch als Einstieg geben möchte. Und das sind vor allem Informationen, die aufzeigen, wo wir stehen, wo wir momentan also auch Handlungsbedarf haben. Und da geht es jetzt vor allem darum, dass wir uns einmal auch gewisse Dinge nochmal vor Augen halten. Und zwar, diese Reform des dritten Sektors hat natürlich ganz stark mit diesem nationalen Einheitsregister, diesem RUNS zu tun, Registro Unico del Terzo Settore. Es stellt sich bei vielen die Frage, muss ich mich überhaupt eintragen? Rentiert sich das? Eintragung ja oder nein? Und dann reden wir auch über den Vermögensschutz. Eine Frage noch, wir haben das jetzt in deutscher Sprache gestaltet. Gibt es, wenn es Probleme gibt auch und wenn italienischsprachige Mithörer sein, bitte nur einschreiten und uns Bescheid geben. Wir haben natürlich alle Slides und alle Unterlagen dann auch auf italienischer Sprache und werden sie dem Dachverband natürlich zur Verfügung stellen. Was ist gesetzlich neu? Also hier nur eine Auflistung.
die großen Veränderungen sind effektiv seit 2017 eingetreten mit diesem Kodex des dritten Sektors. Italien ist eines der ganz wenigen Realitäten international, das einen Kodex, ein Gesetzbuch für den dritten Sektor hat. Es gibt ganz wenige andere Nationen, die sich darum gekümmert haben, und das fließt dann meistens in die anderen Gesetzbücher hinein, aber wir haben diesen Kodex des dritten Sektors. Wichtig ist aber auch, dass einhergehend mit dem Kodex des dritten Sektors auch neue Regelungen für die sogenannten Sozialunternehmen, neue Regelung für die 5-Promille-Zuwendungen, die ja für uns alle in Südtirol auch von großer Bedeutung sind, dazu gekommen sind. Sehr explizit wurde auch die Sozialbilanz geregelt, und das wird dann Thomas Girotto erklären, wann man überhaupt eine Sozialbilanz machen muss und welchen Sinn sie gibt, in welchen Situationen. Und dann eben diese Monster-Erscheinung, die für viele jetzt wirklich Unruhe bedeutet, diese neue Rechnungslegung, die eingeführt wurde mit einem Ministerialdekret im Jahr 2020, neue Abrechnungsmodelle, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Der ein oder andere wendet sie schon an, weiß ich, weil sie ja auch bei uns, die einen oder anderen, schon in Beratung waren. Da gibt es neue Abrechnungsmodelle für das Kassa und für das Kompetenzprinzip, ganz einfach gesagt, bis zu 220.000 Euro Einkünfte und drüber. Da muss man auch sich an Neuigkeiten anpassen. Aber wenn man sich dann das genauer anschaut, glaube ich, kann man den inneren Schweinehund schon überwinden und das auf jeden Fall hinkriegen. Und dann eben nochmals ein Dekret, ganz wichtig auch über dieses RUNS, ein Ministerialdekret, das vor allem den Zeitplan der nächsten Monate definiert. Was wichtig ist, wir hängen natürlich nicht nur vom italienischen Staat ab, sondern es geht darum, dass wir auch auf wichtige Entscheidungen warten, was die EU-Kommission im Rahmen der Steuerregeln vorsieht. Und da gibt es einige Neuerungen, die wir in den nächsten Monaten erwarten, die Italien umsetzen muss. Nur ganz schnell, was sind eigentlich diese Körperschaften des dritten Sektors? Man hört so viel, wer sind diese Strukturen? Hier nochmal ein Überblick: Vereine, Stiftungen, Sozialunternehmen, die explizit Tätigkeiten ausüben müssen, die in einem Herzstück dieses Kodex des dritten Sektors vorgesehen sind. Im Artikel 5, da gibt es eine Auflistung von 26 Richtlinien, die eben ganz klar diese allgemeinen Tätigkeiten definieren. Und da, und das ist auch wichtig für den Dachverband für Natur- und Umweltschutz, wird auch ein starkes Augenmerk auf Natur- und Umweltschutz, auf den Landschaftsschutz, auf die soziale Landwirtschaft, auf verschiedenste Thematiken gelegt, die auch für euch wichtig sind und die wir ja auch dann bei der Überarbeitung des Statuts des Dachverbands für Gesundheit, für Natur- und Umweltschutz vorgesehen und einfließen haben lassen. Die Maßnahmen zum Schutz und zur Aufwertung des kulturellen Erbes und der Landschaft sind mehrfach, nicht nur in diesem Artikel, sondern auch in spezifischen Ministerialdekreten nachher eben aufgeworfen und eben auch behandelt worden, um zu zeigen, dass Italien, das ein bisschen hinterhergehinkt ist in diesen Bereichen, doch jetzt diesen Trend und diese Notwendigkeit erachtet hat, auch das in mehreren wichtigen Dokumenten zu regeln. Vom dritten Sektor ausgeschlossen, und da ganz schnell öffentliche Körperschaften, natürlich politische Formationen und Vereine, Gewerkschaften und vor allem auch Arbeitgeberverbände und Berufsverbände, berufsständige Organisationen, die hier nicht in Frage kommen. Dann nochmal eben auch ganz wichtig, Vereine außerhalb des dritten Sektors, das sind vor allem diejenigen, die jetzt beschließen, denn wir reden immer noch von einer, und das ist ganz wichtig, von einer Kann- und Darf-Bestimmung und nicht von einer Muss-Bestimmung. Das ist auch ein bisschen die Angst, die ja in den letzten Monaten und gerade jetzt auch durch die Unterzeichnung der Petition, die von vielen Gemeinden und von Vereinen, Verbänden, Dachorganisationen mitgetragen wurde, schon richtig gestellt werden muss. Also es ist eine
Muss-Bestimmung nur für diejenigen, die bestimmte Ziele und bestimmte eben auch Vorhaben und bestimmte Freiheiten und Erleichterungen haben möchten. Und das werden wir nachher auch in den Ausführungen von Thomas Girotto ganz genau sehen. Also die Vereine, die außerhalb des dritten Sektors sind, haben wir gesehen, die sich also hier per Gesetz sowieso ausgeschlossen sind und die auch keine Anpassung ihres Statuts gemacht haben, indem sie nochmals diese, und das ist wirklich das Herzstück, diese 26 Richtlinien, die der Staat vorgegeben hat, um eine maximale Flexibilität bei den eigenen Möglichkeiten auch auszuschöpfen und nicht nur in einem bestimmten Themenbereich auch aktiv zu sein, sondern eben auch gerade diese viel angepriesene Netzwerkarbeit, denken wir auch in eurem Falle daran, mit wie vielen Players und mit wie vielen auch Partnern ihr mit eurem Thema auch zu tun habt. Und da gibt der Gesetzgeber jetzt die Möglichkeit, gerade in der Überarbeitung des Statuts dort hinzuweisen. Und dann muss man ja auch sagen, nimmt man das Beispiel Südtirol her, viele Organisationen, viele Vereine, viele Realitäten haben sich in den letzten Jahren auch dahingehend entwickelt, dass sie eigentlich ihr Kerngeschäft zwar machen, aber auch aufgrund der Einbindung in den Dorfgemeinschaften, in dem gesellschaftlichen Kontext auch neue Aufgaben übernommen haben. Wir sind seit 2019 in diesem Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt, das ja damals erst vor 2 Jahren geboren ist, jetzt eigentlich tausende von Statuten gesehen, wo meistens auch dann hervorkommt, ja, eigentlich mache ich ja auch noch das. Und das wurde damals, als es soweit war, als der Verein oder die Organisation gestartet ist mit ihren Tätigkeiten, so nicht vorgesehen. Also die Überarbeitung der Satzungen ist auf jeden Fall notwendig. Es hat sich mit der Zeit einiges getan und es sind nur knapp 10 bis 20%, die eigentlich beim Ausgangspunkt nach Inkrafttreten der Reform des dritten Sektors in einer Situation waren, wo man sagt, die hatten eigentlich das Statut schon so weit, um die ganzen Tätigkeiten und die Leistungspalette wiederzugeben, die sie zum derzeitigen Zeitpunkt auch effektiv gegenüber der Bevölkerung und anderen Körperschaften erbracht hat und erbringt natürlich. Wie gesagt, 2 Organisationsstrukturen sind besonders interessant für uns in diesem Kontext der Reform des dritten Sektors. Das sind sogenannte ehrenamtliche Organisationen. Die orientieren sich überwiegend an die Öffentlichkeit mit überwiegender Ehrenamtlichkeit. Um es ganz einfach zu sagen, das sind Strukturen, die sind nicht nur für ihre Mitglieder, sondern für die Allgemeinheit da. Also da muss man nicht zwangsläufig Mitglied sein, sondern man kann auch von den Leistungen, vom Angebot profitieren, indem man nicht Mitglied ist. Die andere Struktur, immer in diesem Kontext des Reformprozesses des dritten Sektors, ist die Vereinsführung, Vereine zur Förderung des Gemeinwesens. Das ist eine Struktur, die sich überwiegend orientiert, und zwar an die eigenen Mitglieder und deren Familienangehörige. Also da ist ganz klar schon der Bedarf abgegrenzt. Eigentlich ein Nichtmitglied hat kaum Interesse, sich an eine solche Organisation zu wenden, weil es vor allem Organisationen sind, die ganz spezifische Thematiken aufgreifen und wo die Allgemeinheit sich schwer tut, wenn sie nicht Mitglied ist, eben auch von diesen Leistungen zu profitieren und diese in Anspruch zu nehmen. Sonstige Vereine des dritten Sektors, da gibt es jetzt eine Reihe von Strukturen, die bisher nicht entschieden haben, ob sie in den dritten Sektor hinein wollen oder wie sie sich in Zukunft aufstellen wollen. Und da warten wir ganz gespannt. Es gibt diese vom Gesetzgeber Altri Enti del Terzo Settore, bestimmten Organisationen. Die unterscheiden sich aber von den ersten 2 vor allem dadurch, dass sie keine überwiegende Ehrenamtlichkeit haben. Also das ist vor allem, das kann eine Stiftung sein mit einem besonderen Aufgabenbereich. Das können aber auch andere Organisationsmodelle sein, die sich gerade in den letzten Jahren herauskristallisiert haben und die eben noch warten, wie sie sich in Zukunft aufstellen müssen. Auch eine Dachorganisation, ein Dachverband kann natürlich da hineinfallen. Da gibt es unterschiedliche Beispiele.
Wie gesagt, es gibt bei diesem Registro Unico del Terzo Settore 7 grundsätzliche Unterteilungen. Die ehrenamtlichen Organisationen und Vereine zur Förderung des Gemeinwesens haben wir gesehen. Es gibt auch ein Kapitel zu den philanthropischen Körperschaften, die hierzulande jetzt nicht so aktuell oder so stark vertreten sind. Es gibt Sozialunternehmen, da muss man erst schauen, wie sich diese in Zukunft ausstellen, einschließlich der Sozialgenossenschaften, die ja eher in Südtirol schon bekannt sind, die ein sehr gutes Netzwerk haben, die untereinander verbunden sind. Vereinsnetzwerke, ganz spannend, das könnte auch für euch ganz interessant sein, der Dachverband für Natur und Umwelt, der sich aufgrund seiner Thematiken mit anderen, zumindest in ähnlicher Situation befindenden Organisationen in zumindest 5 Regionen aufstellt und somit ein regionenübergreifendes Netzwerk kreiert. Das könnte dann vor allem für den Dachverband interessant sein, wenn es darum geht, EU-Fördergelder oder bestimmte Töpfe anzubeilen, wo es eben auch Gelder gibt für die Ausbildung, für die Fortbildung, für Arbeiten, die auch wissenschaftlichen Charakter haben. Und da werden wir mehr in den nächsten Wochen auch erfahren. Ich bin von morgen weg in Rom und da werden wir unser nationales Treffen auch der ganzen Dienstleistungszentren haben und da wird auch ganz spezifisch über diese Vereinsnetzwerke gesprochen und wie gesagt, Umweltschutz, Landschaftsschutz, das sind Themen, die die Menschen berühren und da könnte sich wirklich etwas ergeben, dass in Zukunft wirklich mehrere Realitäten und mehrere Regionen sich auch zusammenschließen. Gesellschaften zur wechselseitigen Unterstützung, andere private Körperschaften. Das ist jetzt der Zeitplan, der interessant ist. Also seit 22.11.2021 gibt es eigentlich dieses RUNS. Es ist so, man hat lange davon gesprochen und gehört und auf einmal ist es doch gekommen. Das heißt, so langsam geht das wirklich jetzt weiter und der Prozess kommt in die Gänge. Was heißt das? Seit 23.11. hat das Landesamt für Außenbeziehung und Ehrenamt, das ja eigentlich die Anlaufstelle für die ehrenamtlichen Organisationen und für diesen Bereich seit jeher ist, Amt für Kabinettsangelegenheiten vorher geheißen hat. Und dieses Amt ist ja jetzt in den letzten 3 Jahren vor allem mit der Überarbeitung der ganzen Statuten eben auch konfrontiert worden und hat diese gesammelt und müsste jetzt diejenigen, die es geschafft haben, ohne größeren Mängel diese Anpassung zu machen, übertragen in dieses nationale Register. Das heißt, wir verlieren hier nicht ein Landesamt, das nachher nicht mehr für uns zuständig ist, sondern dieses Landesamt fungiert und wird zusätzlich auch als Behörde, territoriale Behörde dieses Grunds auf lokaler Ebene sein, also wird unsere Interessen diesbezüglich vertreten. Muss aber in der Zwischenzeit jetzt eben diese Fülle an Daten, und es sind rund um 2320 Statuten bisher angepasst worden, in dieses Register hineinspeisen. Das läuft vor allem so, dass man hierfür Backspeed digitale Unterschrift benötigt, und zwar vom gesetzlichen Vertreter Speed und digitale Unterschrift und eine Backadresse vom Verein. Jeder, der angepasst hat in den letzten 2 Jahren, sollte in den nächsten Monaten einen Brief bekommen, wo ihm mitgeteilt wird, dass das Statut in Ordnung ist, dass er angepasst hat und nochmals abklären, ob die zum Zeitpunkt der Anpassung des Statuts eingeflossene Daten noch jenen entsprechen, die jetzt effektiv auch der Realität zugehörig sind. Das heißt, der gesetzliche Vertreter, ob der immer noch der gleiche ist und natürlich auch der Rechtssitz. Diese Änderungen sind fundamental und die müsste man auf jeden Fall mitteilen, auch im Falle eines Todes oder eines Ablebens natürlich eines gesetzlichen Vertreters oder wenn man effektiv auch den Rechtssitz geändert hat. Diese Eintragungen laufen und gleichzeitig für diejenigen, die es bisher noch nicht gemacht haben,
doch es für notwendig erachten, trotz alledem, würde ich mal sagen, in diesen dritten Sektor hineinzugehen. Die haben nochmals eine Deadline bis zum 31.05. für die Anpassung der Statuten. Ich weiß, es ist sehr müßig. X-mal wurde dieser Termin schon verschoben, aber jetzt ist es wirklich diese Deadline 31.05. Das heißt natürlich nichts, dass man auch, wenn man nachher sagt, ich warte mal den ganzen Prozess ab und ich nehme mal Zeit, nicht mehr diesen Schritt machen kann. Ich kann euch nur sagen, es wird halt zu einem Stau kommen. Zwischen 31.05. und sicherlich Ende des Jahres wird es sehr langwierig sein, dass man die Anpassung auch weiterbringt, indem man natürlich die Vollversammlung bald mal hat und die Registrierung bei der Agentur für Einnahmen. Aber dass der Akt dann behandelt wird, könnte sich also in die Länge ziehen, weil eben diese ganze Fülle von Daten und von Dokumenten noch eingetragen werden muss, die sich angestaut haben. Aber nichtsdestotrotz, es kann weitergegangen werden. Es gibt dann eine Deadline, also nachdem die Vereine angeschrieben worden sind und nochmal nachgefragt wird, ob effektiv die Daten der Anpassung passen, hat nochmals die lokale Behörde Möglichkeiten, irgendwelche Einwände zu machen. Wenn das nicht erfolgt, dann ist sicherlich innerhalb August dieser Prozess abgeschlossen und man kann davon ausgehen, dass man sich wiederfindet, und zwar wiederfindet im Registro Unico del Terzo Settore, in diesem nationalen Register. Es gibt dann noch eine weitere Deadline für die sogenannten Onlusungssessionen, die bisher also sich nicht angepasst haben. Die haben bis zum 31.03.2023 Zeit, sich für eines der Organisationsmodelle, die wir vorher gesehen haben, zu entscheiden. Das ist mal das, was als Zeitplan wichtig ist. Wichtig ist, und es kommt jetzt auf euch zu, auch die Hinterlegung des Jahresabschlusses und wo es braucht, der Sozialbilanz. Das heißt, hier ist eine Deadline vom Gesetzgeber gegeben worden, 30.06.2022. Jetzt werden viele von euch fragen, ja, da stimmt das aber auch nicht mehr zusammen. Das Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt wollte ja von uns immer die Unterlagen schon innerhalb 31. Mai. Stimmt. Wir haben auch noch keine Rückmeldung vom zuständigen Amt bekommen, wann sie es heuer wollen. Aber grundsätzlich, der gesetzliche Termin ist der 30.06. Der 30.06. vor allem für die bereits an das neue Modell angepassten Abschlüsse. Da wird euch dann Thomas Girotto noch einige Informationen geben. Marion Auer weiß es, wir haben ja Tools entwickelt, sei es für das CASA wie für das Kompetenzprinzip, wo ihr euch auch jederzeit diese Richtlinie und vor allem dieses Raster und dieses Tool in Excel-Format besorgen könnt. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall machbar und ich würde auch jedem widersprechen, der sagt, das ist ohne Wirtschaftsberater nicht machbar. Man kriegt es hin. Natürlich, wenn man komplexere Dinge hat, wie zum Beispiel, sage ich mal, Freiberufler, Honorarnoten, spezifische Aufträge, auch bestimmte Beiträge abrechnen muss, die eher komplex sind oder eben auch Personal, dann ist es immer vorteilhaft, wenn auch mal ein Wirtschaftsberater oder ein Fachmann von außen drüber schaut. Das würde ich jedem raten, ohne jetzt große Werbung zu machen. Ihr wisst, ihr könnt das auf jeden Fall über uns auch machen. Wir stehen ja da und das ist ja unsere Aufgabe und unser Credo. Akkreditierung 5 Promille, auch ein Thema. Also wer bereits akkreditiert ist, und zwar im Jahr 2021 in der Liste der 5 Promille war, ohne im Jahre 2022 den gesetzlichen Vertreter geändert zu haben, ohne den Rechtssitz geändert zu haben, der wird automatisch, wir haben euch auch eine Newsletter diesbezüglich geschickt, sich wiederfinden, und zwar im Elenco Permanente del Ministero. Also in Zukunft ist es so, dass man nicht mehr über die Agentur für Einnahmen diese Daten findet, sondern wer bereits in Ordnung ist, der findet sich, und 2021 bereits die 5 Promille bezogen hat, der findet sich in dieser Liste des Ministeriums. Wer das noch nicht ist und in Abwartung ist, weil er neu gegründet ist, weil er sich neu verändert oder neu aufgestellt hat, der hat die Möglichkeit, bis zum 31.10.2022 sich akkreditieren zu lassen für die 5 Promille.
Früher war es bis innerhalb April. Da wird jetzt natürlich ein gewisser Aufschrei kommen und sagen, ja gut, das wird ja auch keinen großen Sinn mehr geben. Die meisten machen jetzt die Steuererklärung. Stimmt jetzt auch nicht so. Es gibt auch viele, die erst im Laufe der nächsten Monate da dran gehen. Auf jeden Fall, diese Frist wurde verlängert. Die Vorteile nochmal, die wir angesprochen haben, wir reden vor allem von Vorteilen im Steuerbereich. Das heißt, wir werden nachher auch einen Test und eine Gewissensübung und Prüfung durch Thomas Girotto erleben. Wer sollte sich dieser Reform zugehörig fühlen oder wer soll sich das antun, ist die Frage. Vor allem, wenn man steuerrechtlich da einen Nutzen sieht, das heißt Absetzbarkeit der Spenden zu 35% bei EOs oder bei 30% bei Vereinen für Förderung des Gemeinwesens. Das heißt, habe ich mit Spendern zu tun, die die Unterstützung an mich auch abschreiben und davon profitieren möchten, dann würde ich auf jeden Fall, weil eben der Steuersatz schon sehr interessant geworden ist, 35%, früher waren es nur knapp 18%, 19%, wir sind momentan an 35%, Ministerpräsident Draghi möchte sogar auf 60% gehen, also gerade in einem Land wie Südtirol, wo auch viel Spenden von der Zivilbevölkerung kommt und viel Unterstützung auch von Unternehmen kommt, ist das sicherlich ein Thema, das man sich anschauen muss. Steuerbefreiung auch für gelegentliche Fundraising-Tätigkeiten, das heißt, wo man eben auch Wohltätigkeit, Spendertätigkeit und auch eben auch Tätigkeiten macht, wo man mit eigenen Produkten, mit selbst erzeugter Ware und wo man eben spezifische Ideen umsetzt und sagt, dass das wäre eine Möglichkeit, wo ich eben auch durch das etwas reinbekomme und dann auch steuerbefreit bleiben könnte. Das wäre interessant. Dann natürlich fällt weg, also die Körperschaftssteuer, die Befreiung von GIS, Stempelsteuer, Registergebühr und natürlich die Mehrwertsteuerpflichten und die vereinfachte Buchführung, die hier wirklich ein Vorteil sind. Einnahmequellen in Zukunft wird es nur mehr möglich sein, für Strukturen, die im dritten Sektor sind, zu 5 Promillen zu kommen. Es hat jetzt 1,5 Jahre die Möglichkeit auch gegeben, aber das war vor allem spezifisch auf den kulturellen Bereich ausgelagert, diese 2 Promille, also Förderung gerade für diesen Bereich, der in der Pandemie besonders gelitten hat, weil eben keine Tätigkeit Möglichkeit war. Beiträge der öffentlichen Körperschaften. Ja und nein. Also momentan haben wir gerade von der Südtiroler Landesregierung und auch vom Südtiroler Gemeindeverband das absolute Okay bekommen. Es wird auch für diejenigen, die nicht in den dritten Sektor gehen, weiterhin Beiträge geben. Also ihr kennt ja auch die Beitragsbeschlüsse und die Kriterien in vielen Bereichen. Da ist ja wohl vorgesehen, dass Beiträge möglich sind und auch aufrechterhalten werden. Es gibt aber Bereiche, es gibt einige Bereiche auch auf Landesebene, wo explizit eben auch dieses Steuerungsinstrument der mehrheitlich ehrenamtlichen Tätigkeiten, die in bestimmten Realitäten nachgewiesen werden kann, prämiert wird und dort spezifisch an diese vor allem vorrangig die Beiträge ausgeschüttet werden. Interessant wird in Zukunft, das ist etwas, was auch für den Dachverband für Natur und Umwelt sehr interessant werden kann. Es gibt auf nationaler Ebene diese 9 Projekte, Co-Projektationen, Co-Programmationen, das heißt mit Programmierung, mit Gestaltung, das heißt gewisse Aufgaben, bestimmte Tätigkeiten, die in eurem Falle, eure Dachorganisation, auch weil sie territorial gut aufgestellt ist, weil sie in verschiedenen Bezirken, in vielen Dörfern, in vielen Sektionen tätig ist und Umweltgruppen uns nachgewiesen auch eben diese Aktivitäten garantieren kann, ins Spiel kommen kann, weil die öffentliche Hand eben jetzt auch diese Möglichkeit eingeführt hat, dass bevor eine Ausschreibung erfolgt, auf jeden Fall im Rahmen einer Marktrecherche und Erhebung auch geschaut werden muss, ob nicht eine gute Struktur im dritten Sektor, die Voraussetzungen erfüllt, bestimmte Aufgaben im Sinne und im Auftrag der öffentlichen Hand zu erfüllen. Das heißt, es kann sehr wohl sein, dass gerade im Bereich Landschaftsschutz, Natur- und Umweltschutz
Projekte, Sensibilisierungskampagnen, Untersuchungen, wirtschaftliche, wissenschaftliche Arbeiten, Netzwerkarbeiten zwischen Wirtschaft und Sozialpartnern und anderen Partnern, gerade auch dem Dachverband für Natur- und Umweltschutz ausgelagert werden können, ohne irgendeinen anderen privaten Partner finden zu müssen. Das ist eine neue Möglichkeit ist vielleicht für den einen oder anderen ein Vorteil, um vor allem von diesem leidigen Beitragswesen wegzukommen. Ihr werdet das vielleicht auch mitmachen in eurer alltäglichen Realität. Man macht diese Gesuche, sie werden relativ früh im Jahr vorbereitet und dann wartet man. Wartet man über Monate, ist in der Ungewissheit und in der Schwebe. Kommt was? Kann ich das umsetzen? Wie viel Abschlag? Wie viel wird nicht gewährt? Und man ist irgendwie immer, und das hat sich in den letzten Jahren wirklich verkompliziert, in einem Dauerstressmodus, wo man nicht weiß, was dann effektiv genehmigt wird oder nicht. Die Möglichkeit bei der Co-Programmation, Co-Projektation ist jene, dass ich von vornherein mit der öffentlichen Hand ausmache, welche Leistungspakete und wie viel ich als Anbieter hier zur Verfügung stelle. Das heißt, die öffentliche Hand sagt, im bestimmten Bereich oder im bestimmten Bezirk brauche ich dort Leistungen von dir, Dachverband, und oder Beratungen auch, die ich auslagern möchte. Und man hat einen Zeitplan, innerhalb welchem auch dann abgerechnet werden kann. Das ist natürlich dann auch eine neue Form. Man muss auch gut haushalten. Das heißt, man muss schauen, ob man diese Kapazitäten auch dann hat, Ressourcen hat, aber für viele könnte es ein sehr großer, qualitativ wichtiger Fortschritt sein. Manche Landesräte hören das gar nicht gerne, weil sie beim traditionellen Beitragswesen festhalten wollen. Andere sind bereits Feuer und Flamme, und auch der Landeshauptmann ist mir vorgekommen, war im Gespräch hier sehr offen. Es ist sicherlich etwas, andere Realitäten in Italien haben es bereits erprobt, und ich würde es auch als ganz große Möglichkeit für Südtirol sehen, auch hier anzusetzen. Transparenz und mehr Sicherheit für Mitglieder, Freiwillige und für Dritte, vor allem durch die Möglichkeiten eines neuen Statuts, wo eben auch im Sinne des Demokratieprozesses aufgelistet wird, wie Organe arbeiten, welche Transparenz gegenüber den Mitgliedern und vor allem den Partnern nach außen gegeben wird. So, also das war ein kurzer Überblick meiner Seite. Und jetzt gebe ich gleich das Wort weiter an Thomas Girotto. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, eure Fragen, Anmerkungen natürlich nach dem heutigen Abend auch bei uns zu deponieren. Mit Marion Auer und Madeleine Rohrer werden wir sicherlich, das läuft hier relativ immer problemlos ab, dann auch eine Möglichkeit finden, zu spezifischen Themen, die euch besonders am Herzen liegen, auch nochmals ein Webinar und eine Veranstaltung zu organisieren. Das ist überhaupt kein Problem. Und was in den nächsten Wochen auch zukommen wird, spezifische Newsletters, vor allem auch zum Thema, das ein bisschen beunruhigend für viele war, von diesem CUP, also Codice Unico della Programmazione, wo man gesehen hat, dass für bestimmte Bereiche jetzt von der öffentlichen Hand da neue Möglichkeiten eingefordert werden. Also da bitte noch ruhig Blut, da sind wir dabei, eben auch gerade anzukämpfen und gerade bei Projektarbeiten zu schauen, dass hier der administrative Aufwand nicht zu sehr im Aufwind ist und dass man da eben Abhilfe schafft. Jetzt gehen wir zu den buchhalterischen, steuerrechtlichen, ganz konkreten Neuerungen und zu den Vorgaben, die uns da erwarten. So, danke Uli, guten Abend allen. Der Direktor hat es vorhin angedeutet, also heute würden wir uns gern das Ziel setzen, euch ein bisschen Klarheit zu schaffen, indem ihr vielleicht heute einige Elemente mehr habt, um diesen Sprung zu wagen oder um überhaupt zu verstehen, ob ihr da richtig steht, wenn ihr den Schritt schon gewagt habt im dritten Sektor. Der Direktor hat es schon angedeutet, wir haben auch entsprechend eine Checkliste erarbeitet, die wir euch dann auch gerne, wir werden sie dann anschließend kurz anschauen und euch zur Verfügung stellen. Vorerst sind aber einige Vorkenntnisse notwendig, denn wie angedeutet, die großen Vorteile sind überwiegend steuerrechtlicher Natur und was die Buchhaltung betrifft. Deswegen müssen wir da noch einige Informationen diesbezüglich liefern, bevor wir dann abschließend
nochmal das Gesamte betrachten und dann die Vor- und aber auch dann die Nachteile also uns anschauen. Denn Dorothea hat jetzt die ganzen Vorteile erwähnt, die Nachteile, über die müssen wir noch berichten und das liegt jetzt bei mir. Aber wie gesagt, ein Nachteil in Verbindung vor allem mit Auflagen, die mit diesem dritten Sektor verbunden sind, wo aber, will ich schon mal vorausschicken, dass DCT da euch zur Seite steht. Also die Last können wir euch abnehmen, indem wir euch Schulung anbieten. Wir haben mehrere Tools und auch die individuelle Beratung, die ihr ja jederzeit in Anspruch nehmen könnt. Also Informationen, was das Steuerrechtliche betrifft. Also vorerst mal zu definieren, bevor wir von Auflagen sprechen, müssen wir mal einige Bezeichnungen mal klarstellen und verstehen, was wohin gehört. Also müssen wir mal unterscheiden, was gewerbliche und steuerfreie Einnahmen sind. Das heißt, Einnahmen, die nicht deklariert werden müssen im Verhältnis zu Einnahmen, die durch die Besteuerung, durch Mehrwertsteuer und durch Einkommensteuer zu unterwerfen sind. Dann eine zweite Unterscheidung, die wir machen müssen, wo eben viel Konfusion herrscht, sind mal die Tätigkeiten im allgemeinen Interesse, die vorhin der Direktor angedeutet hat, die im Sinne vom Artikel 5 und im Verhältnis zu den sonstigen, also denjenigen, die nicht im Sinne des Artikel 5 verbracht werden. Dann kurzen Hinweis zur Jahresabrechnung, da sind wir schon bei den Auflagen, also was das bedeutet jetzt als Körperschaft des dritten Sektors, einen Jahresbericht zu formulieren und dann abschließend gerne lassen wir euch eine gute halbe Stunde zur Verfügung für eventuelle Fragen. Also da haben wir jetzt in der mittleren Spalte alle die Einnahmen aufgelistet, die so in eurem Vereinsleben auftreten könnten. Ich glaube, in dieser Liste finden wir 99% eurer Einnahmen wieder. Und da versuchen wir jetzt gemeinsam zu verstehen, wo wir die positionieren. In der linken Spalte, das wären die institutionellen Einnahmen, also per Definition steuerfrei. Also die müssen wir nicht besteuern, weder in der Steuererklärung deklarieren, noch der Umsatzsteuer, der Um- und Mehrwertsteuer unterwerfen. In der rechten Spalte hingegen die Einnahmen, die wir unter Umständen deklarieren müssen und für die wir vielleicht in einigen Fällen sogar eine Rechnung ausstellen müssen oder irgendeinen Beleg. Also ganz oben die öffentlichen Beiträge, das ist für viele Vereine des dritten Sektors oder allgemein im Volontariat die Haupteinnahmenquelle, die sind immer steuerfrei, wie wir später sehen, in jeder Form, wie auch immer, ob in der heutigen Form als eben Beiträge auf Kosten oder auch in Form von einer Konvention, die sind immer steuerfrei, unabhängig davon, wer sie erbringt oder welche Tätigkeit diese betreffen. Also da ergibt sich kein Zweifel, die sind nie steuerrechtlich relevant. Spenden, Schenkungen, Nachlässe, idem, also das ist vor allem im dritten Sektor begünstigt. Also Spenden, haben wir vorhin schon gehört, sind steuerbegünstigt. Der Spendengeber kann sich bis zu 35% absetzen. Also private Spender und eine Firma, wenn ihr das über eine Firma, wenn die Spende über eine Firma fließt, dann kann sich die Firma diese Kosten zu 100% in Abzug bringen, also immer steuerfrei. Veräußerungen von Gütern und Dienstleistungen, ja, also allgemein gesagt können wir sagen, sind das Einnahmen gewerblicher Natur, also steuerrechtlich relevant. Es geht hier um einen Verkauf, Veräußerung, also Verkauf von Handelstätigkeit zum Beispiel, wo wir Güter verkaufen oder wenn wir Dienstleistungen gegen Bezahlung anbieten, wie zum Beispiel einen Kurs oder einen Meeresaufenthalt oder was auch immer. Ausgenommen, schreiben wir in Klammer, bei VfG. VfG, das wären die Vereinsförderung des Gemeinwesens. Das ist eine der drei möglichen Vereinsstrukturen, die wir vorhin präsentiert haben, wo eben die Orientierung nach innen gerichtet ist. Das heißt, Dienstleistungsnehmer, haben wir vorhin gesagt, sind in der Situation bei einer VfG vorwiegend die eigenen Mitglieder, wie zum Beispiel bei einem Verein, wie es die Rheuma-Liga sein könnte, die eben vorwiegend die eigenen Mitglieder, die Rheuma-Patienten sind, unterstützt. In dieser Konstellation sind die Einnahmen aus Dienstleistungen gegenüber der eigenen Mitglieder steuerfrei. Das heißt, das ist der große Vorteil der VfGs und also der steuerrechtliche Vorteil. Also dort, in der Situation, wo ein Verein überwiegend Dienstleistungen an die eigenen Mitglieder erbringt in Form von
also therapeutischer Behandlung, wie es bei der Rheumaliga sein kann, oder bei einem oder in Form von einem Kurs, einem oder einem ein Babyschwimmen, zum Beispiel ein Elki, was eben eine Reihe an Dienstleistungen an die Mütter anbietet oder an die Kinder. Dort ist die geeignete Form eine VfG, gerade weil eben da die Einnahmen steuerfrei sind. Anders gesagt, in einer anderen Vereinsform, in der EO, in der ehrenamtlichen Organisation, die eigentlich unter Umständen von der Orientierung her keine Dienste oder Güter gegen Bezahlung veräußert, ist dieser Steuervorteil nicht gegeben. Deswegen, da sollte man sich Gedanken machen, wo man wo man sich orientieren will und was man dann entsprechend anbieten will. Es sind unter Umständen in der Satzungsanpassungen, ist das immer wieder auch angeboten worden, da zu überlegen, ob da effektiv die EO die richtige Form ist. Und beim anderen oder anderen hat sich herausgestellt, dass die ehrenamtliche Organisation nicht unbedingt die geeignete Form war. Und da haben wir unter Umständen eine Umwandlung angestrebt. Deswegen, wenn ihr heute eine EO seid, die Umwandlung in eine VfG ist kein Zauber, muss man halt in eine Mitgliederversammlung einberufen, außerordentlicher Natur, und entsprechend diesen Beschluss fallen lassen. Die Frau Auer hebt die Hand. Das Wort, bitte. Darf ich da nur ganz, ganz kurz und schnell fragen, weil es gerade so passend ist. Wir als, nicht nur wir, auch einige Umweltgruppen machen für ihre eigenen Mitglieder Veranstaltungen, Seminare, Kurse, aber nur für die Mitglieder. Die zahlen dann nicht nur extra irgendeinen Beitrag. Ist das soweit in Ordnung? Oder wenn man dann einen Beitrag verlangen würde, passt es trotzdem unter EO und also steuerfrei? Sie verlangen keinen Beitrag, muss ich sagen. Sie sind Mitglied, Sie müssen schon einmal einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ja, und durch den Mitgliedsbeitrag haben Sie Anrecht auf die ganzen Seminare und Schulungen? Also es können nur Mitglieder daran teilnehmen, sagen wir mal so. Aber ein Beitrag ist mitunter schon zu zahlen, ein Unkostenbeitrag. Also nicht den also man zahlt den Mitgliedsbeitrag und zusätzlich dann noch einen Unkostenbeitrag für die Einnahme. Okay. Na, es ist so, also bis es sich um einen Unkostenbeitrag handelt, dann ist es steuerfrei. Also ich habe es da dann in den nächsten Punkten auch nochmal erwähnt, aber das, schickt man das gleich voraus. Also ein Kostenbeitrag ist nie steuerrechtlich relevant. Das heißt aber, wenn ich, also auch in der EO nicht, auch in einer ehrenamtlichen Organisation nicht, und das auch, wenn der Kursteilnehmer ein Dritter ist, also unabhängig davon, ob der Teilnehmer ein Mitglied ist oder ein Nichtmitglied, ein Kostenbeitrag ist immer steuerfrei. Logischerweise muss es ein Kostenbeitrag sein. Das heißt, wenn ich 50 Euro für einen Kurs zahle, dann muss ich als Verein mindestens 51 Euro an Kosten getragen haben. Und die Beweislast liegt da beim Verein. Nehmen wir an, ich sammle da 500 Euro an Teilnahmegebühren, habe aber nur 450 ausgegeben, dann ist es nicht mein Kostenbeitrag, sondern weil ich eben einen Gewinn rausgeschlagen habe, dann ist es ein sogenannter corrispettivo specifico, ein Preis für die Dienstleistung, und dort wird es steuerrechtlich dann relevant. Und das ist oft schwierig im Vorhinein zu verstehen, wie hoch soll ich jetzt den Kostenbeitrag ansetzen, damit ich dann aus dieser Tätigkeit keinen Gewinn generiere. Weil oft plant man etwas, ob es ein Wochenende ist oder ein Meeresurlaub oder ein Referat. Man rechnet mit 20 Teilnehmern, wo man eben die Kosten auf diese 20 Personen aufteilt. Dann im letzten Moment kommen noch zwei Personen dazu und dann hat man gleich mal einen Gewinn. Und da eben als EO müsste man dann unter Umständen die Einnahmen aus diesem Event oder aus diesem Angebot der Besteuerung unterwerfen. Viel einfacher ist es in der VfG, denn dort kann man auch Gewinne machen, also kann man auch mit Marge so Tätigkeiten anbieten, also mit Gewinn. Dort ergibt sich das Problem nicht. Bei der EO ist es halt immer schwieriger, das zu belegen. Deswegen muss man von vornherein immer die Teilnahmegebühren so tarieren, dass immer ein kleiner Verlust da rausschaut. Und den Verlust muss man auch berechnen oder das Ergebnis abzüglich der erhaltenen öffentlichen Beiträge. Deswegen, wenn ich ein Referat halte
zu 100 Euro, der mir 100 Euro oder 1000 Euro kostet, dafür aber 400 an öffentliche Beiträge gesammelt habe, dann kann ich nur auf 600, als 600 als Richtwert hernehmen und also nur bis 600 Euro Teilnahmegebühren sammeln. Deswegen, es ist da zwar schon vom Gesetzgeber eine Toleranz gegeben, es ist ein, das Gesetzgeber sagt, man kann bis zu 5% an, also bis zu 5% Gewinn als Marge ist toleriert, aber nur bei abwechselnd, also ein Jahr ja und ein Jahr nein. Das heißt, ein Jahr darf ich die 5% Gewinn machen, im Folgejahr muss ich wieder einen Verlust schreiben, dann wieder 5%. Aber mit diesen 5% würde ich nicht spekulieren. Deswegen, wenn es eine Organisation ist, die sich überwiegend über solche Tätigkeiten finanziert und überwiegend im Interesse eigener Mitglieder solche Tätigkeiten erbringt, dann wäre eigentlich die VfG die geeignete Form. Dann hätten wir dieses Problem umgangen. Wenn sie bei der EO bleiben will, dann muss man halt immer schauen, diesen Kostenbeitrag zu rechtfertigen. Das ist eben auch der, da habe ich es nochmal erwähnt, also wenn ich weitergehe, also Mitgliedsbeiträge sind institutioneller Natur, sind nie steuerrechtlich relevant und die Kostenbeiträge, wie gesagt, eben auch. Aber da eben mit einem Freibetrag auf 5% für nicht mehr als 2 Jahre in Folge, also ein Jahr ja und ein Jahr nein. Einnahmekonventionen haben wir vorhin schon angedeutet, sind gleichgestellt mit den öffentlichen Beiträgen, sind immer steuerfrei. Aufschläge auf Mitgliedsbeiträge für Zusatzdienste sind steuerrechtlich relevant. Das heißt, was ist denn ein Aufschlag, also zu einem Mitgliedsbeitrag? Nehmen wir an, mein Verein verlangt 20 Euro Mitgliedsbeitrag, Standard für alle, und wo von mir aus eine Versicherung auch inklusive ist, eine Haftschutzversicherung oder wie bei vielen Vereinen ein Flugtransport von mir aus, ein Standardflugtransport für alle gleich, ist Ihnen 20 Euro mit einbegriffen, das passt, ist also in der Form ein Mitgliedsbeitrag. Mitgliedsbeitrag ist dadurch gekennzeichnet, dass er für alle gleich ist, dass er da nicht differenziert wird. Wenn wir aber dann unseren Mitgliedern dann anbieten, mit einem kleinen Aufpreis von 5 Euro kriegt man den Flugtransport auch kostenlos, auch wenn es im Ausland ist, dann wären diese 15%, ist das ein Aufschlag, das ist nicht nur Bestandteil des Mitgliedsbeitrages, das wäre jetzt in dem Fall ein Kurspektiv, ein Preis für eine Dienstleistung. Diese 5% wären unter Umständen, sind steuerrechtlich auch rechtlich relevant, müsste man also versichern, besteuern. Und jetzt, ich habe das Beispiel der Versicherung gemacht, aber es kann auch was anderes sein, eine Therapie bei einem, eben wie vorhin ein Beispiel erwähnt, für unsere Patienten oder wenn ich zusätzlich ein Abonnement haben will oder meine T-Shirt, Vereins-T-Shirt, alles was dazu kommt und dafür, wofür man extra zu zahlen hat, ist ein Aufschlag und das wäre steuerlich relevant. Entweder standardisieren wir das und geben die Zeitschrift und das T-Shirt und die Versicherung mit Transport auch im Ausland inklusive im Mitgliedsbeitrag für alle gleich. Ansonsten müsste man das auch steuerrechtlich getrennt halten und entsprechend differenziert behandeln. Wissenschaftliche Forschung, also vielleicht für einen Dachverband interessant, die entsprechenden Einnahmen, die ihr aus dieser Tätigkeit erwirtschaftet, im Interesse von auch privaten Playern, ist immer wenn von besonderem gesellschaftlichem Interesse logischerweise, ist steuerfrei. Sponsoring für viele Vereine eine wichtige Einnahmenquelle ist steuerrechtlich relevant, das heißt, es ist immer zu deklarieren in der Steuererklärung. Oft wird da das ein bisschen anders getauft, sagen wir mal, das, was offiziell ein Sponsoring ist, wird offiziell oft als Spende eingetrieben. Was da zählt, ist aber nicht, wie wir es taufen, zählen tut die Substanz. Und was ist die Substanz bei einem Sponsoring? Der unterscheidet sich von einer Spende dadurch, dass da mit dem Geld, das wir erhalten von einer Firma, meistens, dass wir da dafür eine Dienstleistung bringen, Dienstleistung in Form von einer Werbung.
Das heißt, dort, wo wir Geld bekommen und dafür für die Firma das Logo auf die Homepage schalten oder auf unser T-Shirt aufdrucken oder auf einem Banner aufschlagen oder sie offiziell auf einer Rede erwähnen, das ist Sponsoring. Ob schriftlich dokumentieren mit deinem Vertrag oder nicht, das wäre steuerrechtlich, wäre zu versteuern. Und wenn wir solche Tätigkeiten nicht nur gelegentlich erbringen, sondern kontinuierlich, also im Modo Abituale, sagt das Gesetz, dann wäre dafür auch eine Mehrwertsteuerposition zu eröffnen. Jetzt da, das ist oft eine Grauzone. Ne? Oft einmal verkauft man das als Spende, weil man sagt, ja, was ich da, das Logo, das ich auf die Homepage schalte, ist eigentlich nicht eine Werbung im Interesse von dieser Partei, sondern es ist nur ein Danke dafür, dass sie uns da unterstützt haben. Da müssen wir aber auch das entsprechend in dieser Form auch formalisieren. Das heißt, wenn mir diese Partei dann das Geld überweist, dann lassen wir in der Beschreibung der Überweisung der Kausale auch reinschreiben, freiwillige Spende und nicht Sponsoring. Wenn wir es auf die Homepage schalten, dann bitte nicht hinschreiben, danke an unsere Sponsoren, schreiben wir danke an unsere Gönner, an unsere Unterstützer. Und wenn wir ihnen ein Dokument ausstellen, dann bitte eine Spendenbestätigung. Also das sind alles Elemente, die wir dann, meine steuerrechtliche Behandlung dann untermauern und in einer eventuellen Beanstandung durch das Steuernd ich dann eben als Beweise herholen kann. Also da bitte schauen wir auf die Substanz, vor allem wenn es um größere Beträge geht und die vielleicht auch über die Jahre wiederholen. Die steuerrechtliche Behandlung ist so günstig, also auf 100 Euro Einnahmen aus dem Sponsoring, was kommerzieller Natur wäre, zahlt man 24 Cent an Steuern. Das ist kein Thema. Ein Thema könnte höchstens sein, dass man dafür eine Steuererklärung machen muss und das mit entsprechenden Spesen in Verbindung zu setzen ist. Aber es hängt von dem Volumen auch ab. Muss man sich Gedanken machen, wie sehr man da über diese Einnahmen Gedanken machen will oder wie weit man die hochtreiben will. Veräußerungen von Gütern und Dienstleistungen im Rahmen von gelegentlichen Fundraising-Aktivitäten. Das klingt vielleicht komisch. Was ist das? Da könnt ihr euch vielleicht nicht was Konkretes vorstellen, aber das ist sehr konkret. Wenn ich euch nur sage, ein solches Fundraising, Entschuldigung, da ist zum Beispiel ein Wiesnfest, wenn ihr die Kalender verkauft oder die Ostereier, das sind alles Fundraising-Aktivitäten. Wenn diese gelegentlichen Charakter einnehmen, dann sind sie steuerfrei. Also viele glauben jetzt durch die ganze Reform des dritten Sektors, dass man jetzt durch unser großes Jahresevent, wo wir eben unsere Haupteinnahmen eintreiben, dass wir dafür jetzt eine Mehrwertsteuerposition brauchen, dass wir da alles deklarieren müssen, das stimmt nicht. Und wenn wir das im Rahmen von einer solchen Fundraising-Tätigkeit eintreiben, dann ist es alles steuerfrei. Da gibt es logisch einige Regeln einzuhalten. Also es gibt fünf Regeln, die da einzuhalten sind, um das steuerfrei eintreiben zu können. Erste Regel ist es, dass es gelegentlicher Natur dass solche Tätigkeiten eben nur gelegentlich angeboten werden, wie zum Beispiel das Wiesnfest. Wir können also 1, 2 bis 3 Wiesnfeste können wir noch als gelegentlich rechtfertigen, vielleicht anlässlich eines besonderen Jubiläums, einer kirchlichen Festlichkeit oder des Dorffestes. In diesen Fällen, also bei das Gesetz sagt, in ambito di Celebrazione ricorrenze oder Kampagne di Sensibilizzazione ist es per Definition gelegentlich, also occasionale, aber das schließt nicht aus, dass wir auch bei Jahresende die Abschlussfeier in dieser Form veranstalten und da entsprechend unser Bier aufschenken und unsere Pommes verkaufen. Also die Occasionalität, glaube ich, ist in den meisten Fällen gerechtfertigt. Logisch dürfen wir nicht jeden Samstag auf dem Obstmarkt einen Bierstand aufstellen. Das ist logisch nicht mehr gelegentlich. Also Gelegentlichkeit, erste Regel. Zweite Regel ist das Volontariat. Das heißt, wir müssen bei einem solchen Event, bei einer solchen Aktivität,
das Volontariat garantieren. Das Gesetz sagt nicht, in welchem Umfang. Das heißt, wir könnten unter Umständen auf unserem Wiesenfest auch ein Catering beauftragen, die Security bezahlen und von mir aus auch die Musik dafür bezahlen. Aber irgendwo müssen wir unsere Freiwilligen einschalten, beim Servieren, beim Aufschenken, bei der Kasse oder in der Vorbereitung. Irgendwo müssen wir halt das Volontariat rechtfertigen. Aber das ist, glaube ich, bei euch überhaupt kein Thema. Diese Tätigkeiten werden ja überwiegend über die Freiwilligentätigkeit erbracht, deswegen dürfte auch kein Problem sein. Drittes Thema ist der angemessene Preis, also nicht angemessene, der mäßige Preis, modico valore. Ein mäßiger Preis ist gesetzlich nicht definiert, wie hoch das sein soll, aber mäßig Preis, mäßig heißt, also wir dürfen nur zu mit ein bisschen Hausverstand halt die Preisliste anlegen. Wenn wir für unser Bier 3-4 Euro verlangen oder für das komplette Menü mit Kaffee inklusiv 30 Euro verlangen oder für unser Konzert auch von mir aus die 50 Euro verlangen oder unsere Ostreihe um 10 Euro verkaufen. Also sind bei weitem mäßige Preise, da ergibt sich nicht das Problem. Jetzt mit Sicherheit ein Konzert um 250 Euro Eintritt verkaufen, wäre da unter Umständen nicht so mäßig. Also da, glaube ich, hätten wir da unter diesem Profil vielleicht einige Schwierigkeiten, das in der Form zu rechtfertigen. Vierte Auflage ist die Transparenz. Transparenz im Sinne, dass wer bei uns das Konzert gegen Bezahlen mit Eintritt besucht oder bei uns Bier trinkt oder unsere Ostereier kauft oder den Weihnachtsschmuck, der muss verstehen, dass er in der Situation oder sie in der Situation nicht nur einfach ein Bier konsumiert oder gute Musik hört, sondern dass er eine bestimmte Partei unterstützt. Das ist ein Verein, also ein Verein mit einer bestimmten Bezeichnung und einem bestimmten Zweck. Ganz einfach, wie gewährleisten wir diese Transparenz beim Wiesenfest, indem wir unser Bierstand entsprechend mit einer Aufschrift ausstatten und unsere Freiwilligen vielleicht mit einem T-Shirt oder einem Shirt mit der Aufschrift rein so und so ausstatten, mit Infomaterial, mit Bildmaterial, indem bei unserem Konzert unsere Opfer oder unser Obmann auf der Bühne das den Verein kurz präsentiert und alle darauf aufmerksam macht, dass das, was heute angenommen wird, heutigen Abend alles diesem Verein zugute kommt für den Ankauf eines neuen Vereinswagens oder was weiß ich. Oder wenn wir unsere Ostereier verkaufen, indem wir dem Osterei ein Bild oder unsere Adventskränze verkaufen, wenn wir dann ein Bild dazu heften, wo eben das Logo aus dem Verein, vom Verein hervorgeht, vielleicht mit einem Dankeschön für Ihre Spende. Also in der Form garantieren wir die Transparenz. Fünfte Auflage ist eine formelle Auflage. Das heißt, in unserem Abrechnungsmodell, das wir später sehen, müssen wir die entsprechenden Einnahmen in einer entsprechenden Zeile im Abschnitt C ausweisen. Also das gewährt mir dann auch formell die Steuerbefreiung. Also ich habe nur einige Beispiele erwähnt, aber da, glaube ich, habt ihr sicher mehr Fantasie wie ich. Also da geht gleich vieles, ich glaube mir zu sagen, fast alles. Also die große Angst, dass da jetzt alles steuerrechtlich dass alles zu versteuern ist, ist, glaube ich, nicht gegeben. Denn ich glaube, unter diesen fünf Regeln, also die fünfte ist formeller Natur, da geht es nur darum, das richtig noch bilanz zu fassen, die anderen Auflagen. Ich wiederhole sie nochmal, Gelegentlichkeit, also Occasionalità, Volontariato, also Freiwilligentätigkeit, die mäßige Preis, modico valore, Trasparenza, Transparenz, glaube ich, da haben wir großen Spielraum und da würde ich mir getrauen zu sagen, wir haben das schon immer so umgesetzt, es geht nur darum, das bewusst jetzt so entsprechend wieder umzusetzen und das alles zu dokumentieren. Das ist es um und auf. Wie, logisch, der Beweis, wenn wir so, also jedes Mal, wenn wir etwas steuerfrei eintreiben, dann liegt bei uns die Beweislast. Also das Steuern wird immer sagen, du übst da kommerzielle Tätigkeit aus, du verkaufst Bier da gleich in der gleichen Form wie auch der Nachbar da im Gasthaus. Jetzt musst du mir beweisen, dass das nicht das gleiche, also das Bier ist vielleicht nicht mehr Forstbier, aber das Bier vom Verein, wer da Bier beim Verein trinkt, kommt da nicht nur um zu konsumieren, sondern es ist im Rahmen von einer Fundraising-Tätigkeit aufgeschenkt worden. Deswegen wir spielen da in einer anderen Liga und da müsst ihr halt dann diese vorweisen, warum ihr da nicht gleichgestellt seid mit dem Gasthausbetrieb nebenan.
Und eben die Dokumentation fängt schon an mit der Aufnahme der Freiwilligentätigkeit. Also wenn unsere Freiwilligen da beim Aufschenken intervenieren oder bei der Kasse, dann nehmen wir lassen wir auf dem Timesheet die Stunden aufschreiben. Wir machen Foto, produzieren Fotomaterial und von unserer Theke oder von unserem Konzert, wo hervorgeht, dass wir eben die Transparenz gewährleistet haben. Also alles hilft. Wenn wir einen Zeitungsartikel schreiben lassen über unser Event, dann bitten wir bitte den Journalisten, dass er da auch reinschreibt, dass dieses Geld zugunsten von einem Verein eingetrieben wurde, dass das eine Spendensammlungsaktion war für einen bestimmten Zweck, aber auch nur allgemein für zu schreiben, dass die Einnahmen für institutionelle Zwecke, also für die Umsetzung der institutionellen Ziele des Vereins XY eingesetzt wurden und so weiter. Mieten und Pachtzins, also wenn wir unsere Vereinsimmobilien weitervermieten oder unsere Vereinsgrundstücke oder auch unsere Vereinsausstattung, ein Zelt oder ein Wagen, weitervermieten, dann ist es immer steuerrechtlich relevant, also der Einkommensteuer zu unterwerfen. Es sei denn, es ist ein Kostenbeitrag. Jetzt bei vielen kann es ja sein, dass wir einen Vereinswagen besitzen und diesen anderen Vereinen zur Verfügung stellen. Wenn wir diesen Wagen aufgrund von einem AGI-Tarif weitergeben, AGI-Tarif ist ja eigentlich, der AGI-Tarif gibt mir eigentlich nur ein Kosten, eine Kilometerkosten da, also das, dann könnten wir das aufgrund von AGI-Tarif als einen Kostenbeitrag rechtfertigen. Wie wir vorhin gesagt haben, ein Kostenbeitrag ist steuerlich nicht relevant. Wenn wir aber da mit dieser Weitervermietung da auch einen kleinen Gewinn rausschlagen, dann müsste man das eigentlich deklarieren. Finanzerlöse auf dem Bankkonten, wenn ihr hoffentlich positive Bankkonten habt und da aktiv Zinsen anreift, aber auch wenn ihr Finanzvermögen besitzt in Form von von Wertpapieren oder Obligationen und da Dividenden anreifen, die sind steuerlich relevant, die werden aber meistens quellenbesteuert. Das heißt, da wird die Bank schon von vornherein die Quellensteuer einbehalten. Also die müssen wir nicht zusätzlich erklären in der Steuererklärung, die sind schon, wie man eben sagt, quellenbesteuert durch das Finanzinstitut. Also wir kriegen eigentlich nur das Netto ausbezahlt. Haben wir vorhin schon angedeutet, steuerfrei sind auch Verkäufe von Gütern, die wir entweder geschenkt bekommen haben oder die wir eingefertigt haben. Das heißt, vorhin habe ich es erwähnt, den Weihnachtsschmuck. Wenn mein Verein, meine Freiwilligen diesen Schmuck selber hausintern basteln, also wir kaufen zwar das Bastelmaterial, aber am Werk sind da unsere Freiwilligen, also das sind eingefertigte Produkte, also es darf nicht eine reine Handelstätigkeit sein, wo wir Schmuck einkaufen und einfach verkaufen. Es muss schon eine Arbeit dahinter sein, also eine handwerkliche Arbeit. Dann könnten wir diese eigengefertigten Produkte steuerfrei verkaufen. Zum Beispiel der Adventskranz, habe ich vorhin erwähnt, den können wir entweder selber produzieren und dann weiterverkaufen. Den können wir und da können wir auch in Form von einem Shop das machen. Also da ist das Thema von der Gelegentlichkeit nicht. Das ist kein Limit. Wir könnten unter Umständen auch einen Shop einrichten, das 365 Tage im Jahr offen hat und über das ganze Jahr solche Produkte verkaufen. Unter Voraussetzung, dass sie halt eingefertigt sind. Also es gibt einige Jugendorganisationen oder Seniorengruppen, die eben hausintern die Tätigkeit der eigenen Freiwilligen einsetzen, um dieses Material zu basteln, bei Jugendorganisationen, um auch Jugendliche da zu beschäftigen, ob Senioren, um ihre Freizeit zu gestalten. Und die haben unter Umständen auch einen Shop eingerichtet, wo sie über das ganze Jahr diese Produkte verkaufen. Absolut steuerfrei, also kein Thema entsprechend, also haben wir keine Mehrwertsteuerposition, gar nichts. Und das Gleiche gilt, wenn wir diese Artikel geschenkt bekommen. Also wenn wir als Verein von irgendeiner Firma was geschenkt bekommen, wir könnten das unter Umständen weiterverkaufen und die Erlöse zur Gänze eintreiben, ohne da von dem Stand was abtreiben zu müssen. Veräußerungsgewinne, was sind Veräußerungsgewinne? Wenn wir unser Vereinsvermögen veräußern, Vereinsvermögen in Form von einer Immobilie oder einem Vereinswagen oder einem Einrichtungsgegenstand, wenn wir da aus dem Wiederverkauf einen Gewinn
abwerfen, dann ist es steuerrelevant. Das sind in den meisten Fällen, wenn wir einen Wagen veräußern, dann veräußern wir den unter dem Einkaufspreis, also dann gewinnen wir da nie. Herausschauen, aber vielleicht bei einem Immobilieneinkauf muss ja nicht sein, wenn wir den seinerzeit billiger eingekauft haben und dann weiterverkaufen, der Gewinn wäre da entsprechend zu versteuern. Reisen und Urlaubsaufenthalte, steuerrechtlich relevant. Da, jetzt, ich weiß nicht, ob das bei euch ein Thema ist, bei Freizeitorganisationen ist es sehr wohl, bei den vorhin genannten Seniorengruppen zum Beispiel, die vielleicht einen Meeresaufenthalt organisieren oder eine Tagesreise nach irgendwo hin und da entsprechend sowas anbieten und dafür Einnahmen eintreiben, dann wären die Einnahmen steuerrechtlich relevant. Jetzt, bei der VfG haben wir es vorhin schon erwähnt, Dienstleistungen an die eigenen Mitglieder sind bei der VfG immer steuerfrei, ob es ein Kurs ist oder ein Meeresurlaub oder eine Therapiefahrt oder wie in München, eine Fahrt auf die Wiesen nach München ist immer steuerfrei. Bei einer EO, wenn wir da einen kleinen Gewinn erwirtschaften aufgrund von dieser Tätigkeit, ist es immer steuerrelevant. Und da ein großes Thema ist auch die Mehrwertsteuer. Also das Gesetz sieht explizit vor, dass man bei der Organisation, die Viaggi e Soggiorni, diese Einnahmen der Mehrwertsteuer unterwerfen. Jetzt da geht es um den Wortlaut. Organisationen, also Veranstaltungen, Organisationen, die Viaggi e Soggiorni. Also wir dürfen uns da nicht einer Reiseagentur gleichstellen, also wir dürfen da nicht mit einer Reiseagentur konkurrieren. Das heißt, es um und auf geht, ist das Wort Organisationen. Wenn wir sowas anbieten, dann sollte man im Idealfall nicht als Veranstalter in die Öffentlichkeit gehen, also sollte dieses Angebot immer durch eine Reiseagentur vermittelt werden. Das heißt, ihr könnt da von mir aus auch als auftreten auf der Einladung, aber immer hinschreiben, in Zusammenarbeit mit der Reiseagentur und so. Das ist eben steuerrechtlich ein Umweg, um eben zu vermeiden, dass wir dafür eine Mehrwertsteuerposition aufmachen müssen, wenn da hervorgeht, eben, dass nicht wir da veranstalten, sondern eigentlich tun wir nur das Geld sammeln oder die Teilnahmen, also wir besorgen die Teilnehmer, sammeln das Geld von mir aus, aber geben das Geld dann weiter an die Reiseagentur und die Reiseagentur bucht dann alles und zahlt auch das Restaurant, Hotel und so weiter und die Führung. Wir fungieren da nur als Vermittler, also Vermittler, nicht normal Vermittler, nur als Sammler. Wir sammeln nur das Geld und die Einschreibung und nicht mehr. Also wir veranstalten, nicht veranstalten, lassen wir das der Reiseagentur. Es ist nicht nur eine steuerrechtliche Angelegenheit, es ist auch eine zivilrechtliche, also eine Frage, denn für solche Tätigkeiten braucht es eine entsprechende Lizenz. Also als Reiseagentur muss man beim Registeramt eine eigene Lizenz haben. Deswegen da, es hat schon Präzedenzfälle gegeben, auch schon in Südtirol. Deswegen, wir dürfen nicht mit Reiseagenturen in Konkurrenz treten, denn da hat es schon einige Beanstandungen gegeben, wo eben auch Vereine betroffen waren, die solche Tätigkeiten eben steuerfrei und ohne Lizenz betrieben haben und auch gerechtfertigt da durch die Reiseagenturen dann entsprechend angezeigt wurden und die Konsequenzen davon getragen haben. Also bitte aufpassen. Also wir haben gesagt, es gibt gewerbliche Einnahmen. Also es ist nicht verboten, solche einzutreiben. Also Sponsoring, glaube ich, machen auch die meisten. Und die meisten haben auch eine entsprechende Mehrwertsteuerposition. Wir müssen aber auch ein entsprechendes Gleichgewicht garantieren. Wenn wir gewerbliche Einnahmen eintreiben, dann dürfen diese nie überwiegend sein im Verhältnis zu den nicht gewerblich, also zu den institutionellen Einnahmen. Also wenn ich zurückgehe, müssen wir uns in unserem Jahresabschluss kontrollieren, wenn die Einnahmen aus der rechten Spalte überwiegend sind im Verhältnis zu den institutionellen Einnahmen, als Einnahmen aus der linken Spalte, dann haben wir ein Problem. Denn dann hätten wir nicht den Status als Non-Profit-Organisation, also dann wären wir nicht eine nicht gewerbliche Vereinstruktur oder eine nicht gewerbliche Körperschaft, wir hätten dann einen anderen Status und das wäre auch ein Problem im dritten Sektor. Also im dritten Sektor kommen nur
Enti non commerciali, also wo die Einnahmen gewerblicher Natur zweitrangig sind, also in der Summe auch nicht überwiegend sind, also die, unter die 50% bleiben. Okay? Also verboten ist es nicht, aber halt mit Einschränkungen, solche Einnahmen einzutreiben. Und wenn solche Einnahmen entstehen, muss man halt entsprechende Auflagen auf sich nehmen. Wenn diese gelegentlichen Charaktereinnahmen, also kontinuierlich über die Jahre immer erwirtschaftet werden und auch nicht nur, also die Occasionalità ist, also die Abitualità im Gegensatz zur Occasionalità ist gegeben aufgrund der Regelmäßigkeit, mit der wir die eintreiben, also zum Beispiel ein Sponsoring-Vertrag über 5 Jahre, da können wir nicht sagen, dass das nur eine gelegentliche Einnahme war, da haben wir einen Vertrag über einen längeren Zeitraum, das ist sicher Abituale, da braucht man sicher eine Mehrwertsteuerposition, aber es ist nur nicht das einzige Element, ist ein Element, um zu sagen, ob das gelegentlich ist oder nicht, ist auch der Betrag. Also ich gebe da nichts zu sagen, der Gesetzgeber definiert da keinen Betrag, auch weil wenn ich jetzt auch sagen würde, 5.000 Euro ist meine Schmerzgrenze, 5.000 Euro bei einem kleinen Verein, bei dem das Budget vielleicht 15.000 Euro sind, ist das ein Drittel des Budgets. Deswegen, das ist, glaube ich, nicht mal ganz occasional. Es macht ein Drittel des ganzen Kuchens aus. Aber bei einem größeren Verein, der vielleicht 100.000 Euro umsetzt, sind die 5.000 Euro nicht der Rede wert. Also es ist immer als Nebentätigkeit. Dort würde ich mich sogar getrauen zu sagen, dass es nicht habitual ist, sondern occasional, dass man das auch ohne Mehrwertsteuerposition machen kann. Also da muss man von Fall zu Fall immer untersuchen, ob wir das weiterhin ohne Mehrwertsteuerposition machen können oder nicht. Also Mehrwertsteuer ist ein Thema, ein anderes Thema ist die direkte Besteuerung, also die Körperschaftssteuer IRES. Dort ist, also wenn wir auch nur 1 Euro einnehmen, ist es in der Einkommensteuer im Modell Unico zu deklarieren, wie vorhin angedeutet. Deklarieren, also die Steuer, der Hebesatz ist da irrelevant, denn wir können da das Pauschalsystem gemäß Artikel 86 des Kodex des dritten Sektors anwenden und das besagt, dass wir nur 1% dieser Einnahmen der Körperschaftssteuer unterwerfen, also Körperschaftssteuer ist momentan 24%, bei der EO, bei der VfG sind es 3%. Also wenn wir da rechnen, 24% auf 1%, das wären 0,24% auf 100 Euro Einnahmen, wie vorhin gesagt, wären es 24 Cent an IRES, bei einer VfG wären es 72 Cent. Was es teuer macht und vielleicht ein bisschen abschreckt, ist dann halt die Einkommensteuererklärung, die man da einreichen muss und wo man mit Spesen von 300, 400 Euro rechnen müsste. Deswegen stellt sich auch da die Frage, ob sich das auszahlt, sowas zu deklarieren, 24 Cent zu deklarieren oder nicht. Oder ob wir diese 24 Cent vielleicht hinterziehen. Da sage ich nicht mehr dazu, das überlasse ich euch dann bei euch, ob wir diese Steuerhinterziehung riskieren sollen oder nicht. Wir haben es verstanden. Weitere Ermäßigungen aufgrund von diesem Pauschalsystem sind die Freistellung der ganzen Rechnungsbücher. Also wir müssen kein Journalbuch führen, kein Inventarbuch. Wir konnten unter Umständen unsere Buchhaltung auch mit Bleistift auf Papier führen. Also da gibt es keine Formalitäten. Die einzige Formalität, die mit diesem Steuersystem, mit diesem Pauschalsystem besteht, ist die Genehmigung eines Jahresabschlusses, was ohnehin auch außerhalb des dritten Sektors eine Pflicht darstellt. Und was aber da explizit verlangt wird, ist die 10-jährige Aufbewahrung der Einkaufsbelege und die durchlaufende chronologische Nummerierung dieser Belege. Das heißt, Einkaufsbelege sind die Einkaufsrechnungen oder die Kassazettel oder die Zahlungsaufforderung der Versicherung. Sie sind alles Einkaufsbelege, diese müssen wir 10 Jahre aufbewahren und die müssen wir einfach nur chronologisch jedes Jahr durchnummerieren. Der Nummerkreis startet jedes Jahr mit 1. Januar von 1 wieder von vorne an und die Chronologie ist gegeben in der Reihenfolge, wie wir sie zahlen. Also nach Kassaprinzip in der Reihenfolge, wie wir sie bezahlen, müssen wir sie halt nummerieren.
Das war's. Also mehr ist da mit dem nicht verbunden. Und zusätzlich gibt es auch eine Freistellung der, des Modells 770er und GU. Eigentlich nicht jetzt schon, aber sobald die Steuerregeln des dritten Sektors greifen, wie wir vorhin gesagt haben, es fehlt noch, also die Reform ist zu 99% umgesetzt. Es fehlen noch zwei kleine letzten Schritte. Eins ist die grüne Ampel von der EU-Kommission. Sobald diese grüne Ampel schaltet, können auch diese neuen Steuerregeln greifen. Momentan greifen noch die alten Steuerregeln aufgrund des alten Pauschalsystems, Gesetz 398 von 1991. Das wird für die meisten von euch ein Begriff sein. Also heute und wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr werden wir auch noch aufgrund der alten Steuerregeln arbeiten. Sobald die grüne Ampel kommt, voraussichtlich, also erst ab 1.1.2024, wird diese neue Pauschalregelung, die ich da angedeutet habe, greifen, die aber große Ähnlichkeiten hat mit der aktuellen Pauschalregelung aufgrund Gesetz 398 von 1991. Also es ist sogar günstiger wie die bisher geltende. Jetzt schaue ich kurz in die Runde, ob das bis dahin alles passt. Fragen? Jetzt bleibt immer viel Zeit für Fragen. Ja, stimmt. Wir haben jetzt schon zu viel geredet. Ich würde vorschlagen, das zweite Thema, also das Steuerrechtliche war vielleicht wichtiger. Das andere Thema waren die sonstigen Einnahmen, wo viel Konfusion herrscht, nur ein kleiner Input. Was wir lesen in den Medien und auf den Zeitungen ist, viele sagen jetzt, die Devisenfeste oder alles, was wir jetzt einnehmen, können wir jetzt nicht mehr machen. Wir können jetzt nur mal 30% solcher Einnahmen eintreiben, sonst fliegen wir aus dem dritten Sektor raus. Stimmt nicht. Alles, was wir eintreiben und was in Verbindung gesetzt werden kann mit unserer Satzung, also konform ist mit dem, was wir uns in der Satzung als Zweck definiert haben, sind Einnahmen im allgemeinen Interesse. Das, was wir übers Wiesenfest eintreiben, ist Fundraising. Das ist Artikel 7 vom Gesetz, vom Kurs des dritten Sektors. Und alles, was heraus bleibt, also alles, was nicht an direkten Zusammenhang hat mit meiner Satzung oder nicht im Rahmen von einer Fundraising-Tätigkeit eingetragen wird, das sind die sonstigen Einnahmen, wo man eben diesen Limit hat, die nur höchstens 30% der Gesamteinnahmen darstellen können. Aber ich tue mich schwer, solche Einnahmen überhaupt ein Beispiel machen zu können. Bei euch sowieso kann ich sie mir auch nicht vorstellen. Einzige Beispiel, was mir einfällt, ist bei einem Schützenkompanie, die jetzt vielleicht ein Babyschwimmen einbietet. Babyschwimmen ist mit Sicherheit ein Babyschwimmen gegen Bezahlung. Also solche Tätigkeit ist nicht vereinbar mit dem Vereinszweck. Es ist keine Fundraising-Tätigkeit, weil es von mir aus nicht gelegentlich ist und von mir aus auch nicht zu einem mäßigen Preis angeboten wird. Dann ist es halt eine sonstige Einnahme und die können wir halt nicht mehr wie 30% von Gesamteinnahmen ausmachen. Aber da verstehen wir uns, wenn ich sage, also die muss man sich erst einfallen lassen, solche Einnahmen. Und bei 30% haben wir viel Spielraum, um Babyschwimmen anzubieten und immer noch im dritten Sektor bleiben zu können. Also das Thema, glaube ich, können wir räumen. Das müssen wir Klarheit schaffen. Das darf kein Hindernis sein, freien Verein beim dritten Sektor einzusteigen oder vielleicht bei einem oder anderen, wie ich so höre, jetzt den Anlass zu geben, auszusteigen. Wo ich mich getraut zu sagen, auch als Aussteigen, also wenn man beschließt, jetzt in den dritten Sektor einzusteigen, dann soll es auch eine langfristige Investition sein, dann sollte man auch schauen, da eben die Voraussetzung zu schaffen, auch langfristig da drin zu bleiben, denn der Ausstieg aus dem dritten Sektor ist jederzeit möglich. Es greift aber dann auch die Vereins, die man müsste dann das Vermögen, das Vereinsvermögen
abgeben. Also die Vermögensabgabe greift da. Aber das ist keine Neuheit, das ist jetzt schon immer gegeben. Auch im alten Landesverzeichnis galt diese Regel. Wenn einer aus dem Landesverzeichnis austretet, dann muss er einem anderen Verein des dritten Sektors heute oder einem anderen Verein, der noch im Landesverzeichnis eingetragen war, sein eigenes Vermögen verschenken. Das ist aber keine Neuheit, das war schon immer so. Aber jetzt ist es umso gravierender, weil eben jetzt die Aufsichtsbehörde sitzt in Rom, bis es ein Christoph Bichler war, da beim Land, dann kann man sich das vielleicht irgendwo regeln, dass wir vielleicht irgendwo eine Lösung finden. Jetzt bei einer Aufsichtsbehörde, die in Rom sitzt, wo wir nicht den direkten Kontakt haben, jetzt direkt hat es angedeutet, die Kompetenzen sind schon immer noch da bei uns, aber da das herausfallen aus dem Register würde ich auf jeden Fall vermeiden. Deswegen bitte schaut da, dass die Voraussetzungen gegeben sind und überlegt euch gut, ob ihr da auch langfristig Interesse habt, im dritten Sektor zu bleiben oder ob es vielleicht auch ohne diesen Mehraufwand, wo ich sage Mehraufwand unter Anführungszeichen, ob sich das lohnt oder ob man vielleicht nicht als außenstehender Verein da weiterhin die Tätigkeit erbringt. So, jetzt die Checkliste schicke ich euch, lassen wir euch zukommen. Die widerspiegelt praktisch diese ganzen Argumente, steuerrechtliche Argumente, zivilrechtliche, die ganzen Vorteile, die und Nachteile, die der dritte Sektor bringt, könnt ihr auch aufgrund von diesen einzelnen Argumenten dann abwiegen, ob was überwiegend ist, die Vorteile oder Nachteile, um den definitiven Beschluss zu fassen. Für Einzelfälle stehen wir zur Verfügung. Ihr kommt zu uns, wir schauen uns eure Zahlen an, wir schauen, was ihr anbietet oder wo ihr auch hin wollt. Und aufgrund von dem können wir dann gemeinsam im Fall abwiegen, was die richtige Struktur für euch sein kann. Jetzt das Wort an euch. Könnt ihr in den Chat reinschreiben oder euch gern zu Wort melden. Und wenn ihr das noch verdauen müsst oder vielleicht zuerst unsere Unterlagen noch mal mit Ruhe anschauen wollt, könnt ihr uns die Fragen auch über Frau Auer gerne nochmal zukommen lassen. Wir können die dann im Nachhinein nochmal beantworten. Und auf jeden Fall würde ich anregen, wenn jetzt spezifische Themen sind, dann kann man auf jeden Fall dann nochmals ein weiteres Webinar machen, nur zu steuerrechtlichen oder zu Themen, die euch besonders am Herzen liegen. Der Herr Flo, glaube ich, hat eine Frage. Wo findet man euch, wenn man euch kontaktieren will, für eine Frage, ob wir im dritten Sektor bleiben oder rein wollen oder draußen bleiben? Also Sie finden uns in Präsenz in der Rittnerstraße 33. Das ist unmittelbar neben dem Bahnhof Bozen und vor der neuen Rittner Seilbahn 33b im ersten Stock. Dort sind wir von Montag bis Freitag und auch Samstag in der Früh. Man muss natürlich einen Termin ausmachen, weil es sind ziemlich viele Anfragen. Oder wir können auch jederzeit online eine Beratung organisieren. Das ist vielleicht für den einen oder anderen sogar noch feiner, weil er dann nicht extra nach Bozen muss. Also da gibt es diese zwei Varianten. Die E-Mail-Adresse habe ich in die Chat reingeschrieben. Könnt ihr euch über E-Mail im Fall für einen Termin anmelden? Ja. Also so ein Verein wie zum Beispiel Umweltgruppe Eppan, wo wir kein Fest veranstalten. Wir haben nur die Vermittlungsbeiträge und Kleinsttätigkeit. Da braucht man auch keine großen Sprünge zu machen, um das kann man ja außerhalb von. Wenn ihr aufs 5 Promille verzichten könnt und als Spendengeber nicht so attraktiv sein wollt, weil im heutigen Status ist die Spende an euch nicht absetzbar. Und wenn ihr in Zukunft langfristig gesehen auch auf die öffentlichen Beiträge, ich sage nicht ganz verzichten wollt, oder halt, wenn ihr das in Kauf nehmen könnt, dass die dann gekürzt werden, dann könnt ihr auch rasend bleiben vom dritten Sektor. Aber ich glaube, am besten, wenn ihr öffentliche Beiträge erhält, lasst euch das schwarz auf weiß geben vom entsprechenden Büro, dass sie euch auch in Zukunft weiterhin auch als außenstehender Verein unterstützen können. Jetzt vielleicht können sie euch langfristig das nicht garantieren, aber zumindest fürs nächste Jahr vielleicht schon. Und wenn sich da daran was ändern sollte, dann müsst ihr halt früh genug reagieren und den Sprung machen, dass ihr dann größte Zeit für die nächste Ausschreibung, dass ihr da nicht auf öffentliche Beiträge verzichten müsst. Also
Jetzt immer sagen, ihr lebt aus, ihr habt öffentliche Beiträge, oder habe ich es richtig verstanden? Beiträge von der Gemeinde haben wir schon, von der Gemeinde, ja. Jährlichen Beitrag. Wirft das in den Raum, liebe Gemeinde, wir haben da keinen großen Vorteil, könnt ihr uns weiterhin auch als Außenstehender, also als Nicht-Verein des dritten Sektors unterstützen. Wenn Sie da zustimmen, dann könnt ihr diese Entscheidung auch vertagen auf den zweiten Moment. Also man muss nicht alles jetzt machen, man kann diesen Sprung auch erst in einen zweiten Moment wagen. Also, kein Ding. So, jetzt habe ich noch 2 Minuten für das nächste Webinar. Ich glaube, es wird eng. Sorry, dass es jetzt so eng geworden ist, aber wie gesagt, die Fragen kommen vielleicht dann in einem zweiten Moment erst noch. Bitte sammeln. Vielleicht, ich hoffe, die Frau bittet sich da, die zu sammeln und uns dann zukommen zu lassen. Oder einfach sich bei uns, die uns hier anschreiben auf die Infoadresse, die in der Chat steht. Könnt ihr im Chat kurz rein und euch direkt bei uns wenden für ein Individualgespräch oder. Und wie gesagt, auch jedenfalls nochmals für eine Veranstaltung, die ich ja bald organisiert, und da kommen dann auf spezifische Fragen, die ihr euch da jetzt durch den Kopf gehen lässt, dann auch antworten. Also da sind wir sicherlich ganz flexibel. Kann? Ich wollte dem vorschlagen, ich würde das gerne sammeln, damit ihr dann von uns ein paar E-Mail kriegt. Ja. Ich werde das spätestens am Donnerstag an euch schicken. Vielleicht können jetzt alle Teilnehmer sich ein bisschen Gedanken machen, und dann habt ihr die gesammelten Werke von unseren vielen Fragen. Genau. Und dann sehen wir in einem zweiten Moment. Und dann können wir Frage und Antwort in einem zweiten Moment machen. Ist sicherlich auch gut. Vielen Dank. Danke für die Bereitschaft. Danke, dass du disponiert bist. Vielen Dank und alles Gute. Danke, und meldet euch. Dankeschön. Wiederschauen. Schönen Abend.